Hallöchen und seid mir herzlich gegrüßt hier zu Detroit Become Human. Ja, wir spielen heute endlich mal die Demo an, denn die ist jetzt hier im PSN verfügbar. Und ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt drauf auf das Game, was das Ganze hier verspricht. Das Spiel an sich kommt ja jetzt erst am 25. oder 26. Mai raus. Ich glaube, so in dem Dreh war das, ne? Und auf jeden Fall werden wir das Ganze natürlich hier auf diesem Kanal auch bringen und beziehungsweise auch Let's Playen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich fiebe dieses Spiel schon seit geraumer Zeit hinterher und warte schon die ganze Zeit drauf, bis es endlich mal verfügbar ist. Auf der E3 gab es ja diese Demo schon. So viel wie ich weiß. Und jetzt ist es auch endlich verfügbar für uns alle, dass wir das Ganze hier mal anspielen können. Und ja, wir starten auch gleich mal los hier diese Demo-Version. Ich glaube, es ist halt auch nur eine Mission verfügbar, glaube ich, in dem Sinne, die Geisel. Da geht es darum, dass wir hier ein kleines Mädchen retten werden müssen. Und wir sind ja natürlich hier in der Rolle von diesem Androiden Connor, glaube ich. Heißt er Connor? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich glaube, es müsste Connor sein. Wenn nicht, dann verzeiht mir das an der Stelle. Wir werden einfach jetzt reingehen in das Spiel. Oh. Natürlich habe ich das ganze Spielchen hier auch schon vorbestellt, damit es auch pünktlich da ist und wir das Abenteuer bestreiten können gemeinsam. Ich freue mich, dass ihr zahlreich eingeschaltet habt und los geht's. Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer fortgeschrittenen Steuerung, einer fairen Herausforderung, in der Fehler zum Verlust eines Charakters führen können. Schwierigkeitsgrad wählen. Wir machen mal auf leicht. Wir machen erstmal auf leicht. Das ist ja eine Demo-Version. Wir machen erstmal auf leicht, glaube ich. Und im Hauptspiel daher an sich können wir ja immer noch auf normal gehen. So, Warnung. Änderung übernehmen, automatisch zurücksetzen. Bla bla bla. Ja, wir übernehmen. Ja, alles klar. Er legt ja schon mal gut los hier, ne? Mit seinen Kunststücke. Ist er Two-Face oder was? Lässt die Münze entscheiden. Vermittler vor Ort. Wiederholen. Vermittler ist jetzt vor Ort. So, und damit können wir auch schon unseren Kollegen hier steuern. Hier wird uns das schön dargestellt. Wir haben jetzt ein kleines Tutorial. Bewege dich mit dem linken Stick. Ja, natürlich. Ich muss hier auch erstmal so ein bisschen für mich verinnerlichen, denn wir haben ja hier wieder Entscheidungsmöglichkeiten hier bei diesem Game. Das finde ich wiederum sehr gut und ich stehe auf solche Spiele, wie ihr schon wisst. Ja, sie können sie nicht allein lassen. Können wir uns erstmal das Foto hier anschauen. Alles klar, was haben wir denn da alles Schönes? Philips Sohn, geboren am 11.10.1999, wohnhaft. 1554 Park Avenue, Detroit. Mhm. Philips Emma, geboren am 2.9.2028, wohnhaft. Das ist die Tochter. Die Tochter heißt also Emma, die wir hier, glaube ich, retten müssen. Und wir haben natürlich Philips Caroline, geboren am 23.05.2011. Ich weiß gar nicht an sich, ob die Eltern noch leben, aber ich glaube, die da gerade ja schon im Hintergrund geweint hat, müsste die Mutter sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und was ich schon sagen wollte, ich liebe solche Spiele. Ich liebe solche Spiele, wo wir Entscheidungen machen können, auch wenn die Entscheidung manchmal einem nicht gefallen wird. Das wisst ihr ja auch aus Life is Strange, Heavy Rain, Before the Storm und Fahrenheit und viele andere Geschichten, die hier auch auf meinem Kanal schon zu sehen waren. Oh, was ist das denn hier? Ein Fischlein. 100%. Auswählen durch Richtung und Bewegungen mit rechten Analogstick. Wir können jetzt den Fisch retten oder auch liegen lassen. Wir retten den Fisch. Komm. Wir sind tierlieb. Ein Herz für Tiere.
So, alles klar. Wir schauen uns hier nochmal kurz um. Vielleicht haben wir hier, haben wir was gesehen, aber nee, ich glaube nicht. Gut, gehen wir mal hier so weiter. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Finde Captain Allen. Sie hat ja echt kein Vertrauen zu den Androiden. Halt der Zweig gedrückt. Dieses zeigt deinem Ziel und Interaktionen. Ah, okay. Finde Captain Allen, 94,4 Tutorial. Was ich noch sagen wollte, QZ, wo wir hier gerade hier so in diesem Modus sind. Das ganze Spiel hier besteht natürlich hier aus, oder hauptsächlich geht es hier um diese Androiden. Und die haben da hier wohl irgendwie keinen guten Ruf oder sowas in der Richtung. Aber worum es genau geht, das werden wir ja natürlich im Hauptspiel später erfahren. Und ja, diese Entscheidungsmöglichkeit mit diesem Pfeilen oben nach unten, das erinnert mich doch schon sehr an Heavy Rain und Beyond Two Souls. Ja, also ist ja auch klar, dass das ja auch von den Machern hier gemacht, ne? Von Sony, naja, ihr wisst schon. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Von Quantum Dream, so war das. Okay, die haben alle hier Stellung gezogen. Wir gehen erstmal hier kurz hier rein. Achso, ich muss jetzt mit Captain Allen sprechen. Das stimmt ja. Der Drecksack will springen. Scheiße, Mann. Ich habe das gleiche Modell zu Hause. Wo ist denn Captain Allen? Ist Captain Allen hier drin? Captain Allen? Sind Sie hier? Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Emotionaler Schock. Der Name des Abweichenden... Oh Gott. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Wie unfreundlich. Chance auf Erfolg. 48% statt eben. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Auf jeden Preis. Ja, wir müssen natürlich die Geisel retten, das ist ganz klar. Wir haben ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten hier, wie wir vorgehen können. Aber ich glaube, wir müssen hier nach Beweisen suchen, um besser vorgehen zu können. Benutze den rechten Stick, um den Cursor zu bewegen. Nach dahin? Alles klar. Halt, Moment. So, und? Ah, okay. So wird das gemacht. Und nun? Munition 355, Geschwindigkeit. 365 ms, Energie. Kugelgeschwindigkeit 150 gr, Leistungsfaktor 414 k. Gut. Haben wir sonst hier noch was? Ah, hier ist auch noch was. Kapazität 17 Kugeln, Kaliber 355, insgesamt 21,6 cm, Lauf 12,7 cm. Reaktion. Okay. Alles klar. Der abweichende Name, die Waffe des
Fates. Mhm. Ist klar, dann fiel das alles runter. Und dann hat er die Pistole oder beziehungsweise die Waffe entwendet. Ich finde das cool, dass man das hier so... dass man das hier so nachvollziehen kann. Also das Geschehen quasi. So. 51% Chance. Verstehe, was passiert ist. Durchsuche das Zimmer. Alter! Haltet die Positionen. Der Vermittler wird gezeigt. Alter, guck dir das mal an. Der sieht ja ganz schön lidiert aus. Schauen wir uns mal hier an. Junge, Junge, Schusswunde. Kaliber 355, ist klar. Linke Niere perforiert. Tödliches Abdomeninhalt-Traum. Abdomeninhalt-Trauma. So war das. Alter Schwede. Was haben wir denn noch? Am Auge. Verstorben. Phillips John. Größe 1,83 Meter. Gewicht 85 Kilogramm. Geschätzte Todeszeit 19.29 Uhr. Ach, hier ist noch was, was wir noch untersuchen können. Lungenblutung. Pneumothorax. Gott, ich bin ja kein Wissenschaftler hier, wollte ich gerade sagen. Ich bin ja kein Mediziner. Das sind ja ein paar Wörter hier. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Haben wir sonst hier noch irgendwelche... Ach, hier eine Bauchverletzung ist auch noch am Start. Lungenblutung, innere Blutungen. Schusswunde, Kaliber. So, haben wir sonst hier noch was? Nieren war schon... Alles klar. Ach, das ist das Zimmer hier. So. Was haben wir denn bei ihm hier? Officer. Ein Officer ist natürlich auch schon gestorben. Eieieiei. Das ist natürlich nicht so schön. Rechte Herzkammer perforiert. Innere Blutung. Schusswunde. Leute. Descartes Anthony. Größe 1,77. 77 Kilogramm ist das schwer gewesen. Geschätzter Todeszeitpunkt 20.03 Uhr. Die Handfläche weist irgendwelche Schmierwunden auf. Oder was ist das? Nur ein Schuss abgefeuert. Schussrückstände. Okay. Der konnte nur einen Schuss abfeuern. Sonst ist, glaube ich, hier nichts, ne, an ihm. Da kommt der Helikopter. What the hell? So. Eine Zeitschrift? Wieso kocht ihr... Alter! Das gibt's doch nicht. Vermutlich ein Familienmitglied und einen Polizisten getötet. Bestätigt es sich, wäre das der erste. Okay. Gut. Familie wollte zum Abendessen. Das ist ja geil. Das ist hier so eine Art Tablet-Gedöns, was man so wegwischen kann. Ah, in Zukunft hat man sowas schon mal. Analyse. Das schmeckt doch nicht. Frisches blaues Blut. Modell, bla bla bla. Was? Abweichlermodell? 50%. Knallen wir dieses Arschloch ab.
Schauen? Da ist es schon, das Kind. Das Arme. Rette die Geisel. Geisel, bla bla bla, geortet. Das ist aber... So Einschusslöcher. Das Problem ist... Ich weiß ja so gut wie noch gar nichts über die Geisel, ne? Ich guck mal hier hinten nochmal rein im Zimmer. Ich will ja auch irgendwie nichts verpassen. Und bei 50... Oh. 50% ist ganz schön wenig. Was haben die hier? Ein Tablet? Abspielen. Ach, Daniel heißt ihr Android. Und der hat sich gegen ihn gestellt. Nicht so schön. 56%. Musik. Kinder hört keine Schüsse. Also Kind hört keine Schüsse. Um 1% gestiegen. Das war schon. Zimmer der Geisel durchsuchen. So, gehen wir mal ins nächste Zimmer. Aufgepasst. Jeder muss sofort einsatzbereit sein. Ja, sind wir doch. Das haben wir schon analysiert, den Koffer. Hier sonst noch irgendwas? Ne. Ob 58% reicht, ich weiß es nicht. Nicht tödlich Wunde. Gut, keine tödliche Wunde. Wir müssen jetzt hier mal schauen. So, wir sind bei Chance auf Erfolg. 55%, jede Sekunde zählt. Ja, ja, das ist das Wissen. Wir verstehen, was passiert ist. Untersuche das Zimmer des Geisel, untersuche die Opfer. Geisel geortet. Bla bla bla. Achso, hier gehen wir wieder raus. Ich will ja nicht rausgehen. Will ja nicht rausgehen. So. Wollen wir jetzt mal rausgehen? Wir können es ja mal... Da ist ja noch was. Ein Schuh. Kinderschuh. Buntes Modell. Geisel könnte verletzt sein. Komm, wir gehen jetzt mal raus. Wir gehen jetzt raus. Wow, Alter, der schießt auf uns. Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein, nein, warte, warte, nein! Daniel ist ganz schön nervös. Der steht auf der Kante. Hi, Daniel. Wo? Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Klasse. Das war's ja. Du kannst dich gleichzeitig bewegen. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören! Ich will nur, dass alles aufhört! Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen! Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein!
Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Oh, Feuer. Ich liebte sie. Weißt du? Schießt noch nicht. Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ist alles okay, Emma? Bitte hilf mir! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Niemand wird hier sterben! Du musst ruhig bleiben! Es kommt alles wieder in Ordnung! Oh je! Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Weg mit euch! Unter Kontrolle? Nee, also das sieht irgendwie anders aus. Da, du kriegst dein Bild. Vertrauen? Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Oh, jetzt habe ich mich selbst geopfert, oder was? Das hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Mission erfolgreich. Auf jeden Fall war die Mission erfolgreich, aber ich habe mich selbst geopfert. Scheiße! Ich wollte das eigentlich noch gar nicht. Aber wir hatten da Antwortmöglichkeiten verfügbar. Und das ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du dich die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenen Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Gucken wir mal kurz rein. Die Geisel. Oh la la, das ist ja ganz schön komplex, ne? Holla die Waldfee, also wir hätten da jetzt noch andere Wege gehen können. Vor allen Dingen hier zum Anfang. Fisch retten, ah okay, alles klar. Naja gut, Fisch, wir hatten uns ja für den Fisch retten entschieden. Wenn wir den jetzt liegen gelassen hätten, wäre das da unten freigelegt. Nach Hinweisen suchen. Name des abweichenden Ermittler. Da sind natürlich einige Sachen noch nicht gewesen. Oder hatten wir übersehen vielleicht? Mit Abweichler verhandeln. Und hier haben wir natürlich Selbstopfern gewählt. Da oben wäre das natürlich noch komplexer gegangen. Wir haben zwar natürlich Emma jetzt gerettet, aber haben uns selbst als Zielscheibe hingestellt. Und ja gut, ich kann jetzt erstmal damit leben. Es ist ja die Demo-Version, um das Ganze hier erstmal anzutesten. Wer weiß, wie wir uns dann nachher anders entscheiden werden, wenn das Let's Play losgeht. Ich bin der Android von CyberLife. Sieh, was du getan hast! Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf! Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das, das ist unsere Geschichte. Am 25. Siehst du, am 25. For the players. Nicht am 26. also. Ein Tag früher als geplant. Finde ich sehr gut. Im Detroit verändern deine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte. Szenen können je nach Spielweise sehr unterschiedlich sein und jede Szene kann lang Zeitauswirkungen haben. Willst du diese Szene noch einmal spielen und einen anderen Ausgang erleben? Ja, wir könnten jetzt natürlich dementsprechend das Ganze nochmal machen, aber für eine angespielte Demo-Version denke ich mir mal, sollte das jetzt erstmal reichen. Und ja, wenn ihr das Ganze selbst mal testen wollt und spielen wollt, dann saugt euch die Demo runter im PSN Store. Ist natürlich exklusiv Titel für die PS4, es tut mir leid.
Aber es ist nun mal so bei Quantum Dream und Sony Interactive oder Entertainment Interactive. Und die haben es nun mal exklusiv. Ja, das ist... Da müsst ihr euch dann eine PS4 holen. Oder leicht euch eine aus oder was weiß ich, um das zu spielen. Oder geht zum Freund, Kumpel, Freundin, whatever. Ja? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal hier bei mir auf meinem Kanal. Schaut in meine anderen Projekte rein und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann nachher am 25.05. hier auf meinem Kanal dabei seid, wenn wir dieses Projekt gemeinsam starten werden. Und ich freue mich. Ich freue mich schon auf dieses Spiel. Endlich mal wieder ein Spiel von Quantum Dream mit Entscheidungen. Ich liebe diese storylastigen Games. Das wisst ihr ja mittlerweile schon, wenn ihr auf meinem Kanal Abonnent seid und auch schon öfters hier irgendwelche Projekte bei mir geschaut habt. Falls ihr natürlich kein Video bei mir hier weiterhin verpassen wollt, dann drückt doch bitte die Glocke. Würde mich freuen, dann seid ihr immer auf den Laufenden, wenn ein Video hochgeladen wird. Ich lade fast täglich immer ein Video hoch. Kann auch mal sein, dass ich mal vielleicht mal ein oder zwei Tage mal dazwischen mal Pause habe. Kommt immer je drauf an, wie die Zeit das zulässt. Aber ansonsten ist immer täglich oder jeden zweiten Tag ein Video vorhanden. So, zum Abschluss sage ich ciao. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs sämtlichen Support. Und ich bin raus. Ciao, liebe Leute. Ich bin der Android von CyberLife. Sieh, was du getan hast! Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf. Ich heiße Carl. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das ist unsere Geschichte. For the players.